Wie war es möglich, dass die Impfstoffe so schnell entwickelt werden konnten? Da gibt es mehrere wichtige Gründe. Einer ist, dass man schon vorher Erfahrung gehabt hat mit Corona, mit Impfstoffen gegen Corona. Das heißt, das ist schneller gegangen. Dann die Art der Impfstoffe sind von verschiedenen Pharmafirmen, also die mRNA und Vektor, ist vorher schon erforscht worden. Also ist die Zellphase extrem schnell gegangen. Und dann hat man die klinische Phase, das ist die Phase, wo man am Menschen testet. Die hat man ineinander geschoben, damit es schneller geht. Normal macht man alle Studien durch, macht die Datensammlung und gibt dann ein riesen Zettelwerk an die Arzneimittelagentur. Und in dem Fall hat sie jede einzelne Phase schnell korrigiert und umgeschaut. Und natürlich war das Interesse groß, das alles schnell zu machen. Und last but not least, natürlich war genug Geld da. Die Krankheit betrifft einfach die ganze Welt, alle Kontinente, jeden Staat, jeden Bürger von jung bis alt und alle sozialen Schichten. Und deswegen ist Geld war ausschlaggebend, weil man hat ja mit der Produktion auch schon Anfänge gekannt, bevor es zugelassen ist. Das hat ja keine Firma sonst. Und das war allein möglich, weil genug Geld da war.